Comedy, wie gut ist, wie gut kann man Comedy in Basel machen? Für mich ist es insofern spannend, dass man eigentlich nicht gut hat können Comedy machen in Basel. Und ich gefunden habe, darum probiere ich das im kleinen, bescheidenen Rahmen zu ändern. Und dann haben wir aus diesem Grund damals, ich mit ein paar Kollegen, haben wir die Primetime-Show gemacht im Herbsttheater. Das war eine Late-Night-Show, die aber eben zur Primetime gelaufen ist. Mhm. Und das haben wir dann auch zum Teil auf Tele Basel ausgestrahlt. Und das sind so die ersten, ich sage jetzt, Comedy-Versuche gesehen, ja. Sozusagen. Und dort sind damals auch der Michi Elsener ist gekommen, der Büssi ist gekommen, der Bröckelmann ist gekommen. Wir haben uns noch nicht kennt. Ich habe noch kein Stand-up gemacht. Der Zuko ist gekommen. Aber dort habe ich immer geschaut, dass eben auch ein Komiker kommt, Nico Semsroth. Und dass die dort auftreten. Wir haben aber auch Musiker, eben Talk, der Victor, Jacobo ist gekommen, Mike Müller und so weiter. Und dann habe ich irgendwann entschieden, dass ich jetzt Solo spiele. Mhm. Und habe können im Herbsttheater, wo ich ja schon die Primetime-Show gemacht habe, ich dann zum Glück können Solo spielen. Mhm. Die haben einfach mir ein Datum gegeben und die Bude war zum Glück auch voll aufgrund von der Primetime-Show. Ich habe gesagt, ich höre das auf, spiele Solo. Und dann habe ich gemerkt, dass mir etwas fehlt, was man jeden Monat kann machen kann. Ja. Wie zum Beispiel die Primetime-Show. Ja, ja. Und darum haben wir dann Comedy im Balz ins Leben gerufen. Und Comedy im Balz ist extrem wertvoll in vielen Arten und Weisen. Es ist der einzige Comedy-Club, den wir haben in Basel. Ja. Einmal im Monat, die Utrecht schafft auf. Aufgrund von dem hat es uns dann natürlich erlaubt, auch größere Sachen zu machen, wie zum Beispiel Swiss Comedy Night im Volkshaus. Ja, genau. 10 Künstler an einem oben sind, 550 Leute im Publikum. Und darum, behaupte ich, ist Basel mittlerweile eine sehr gute Comedy-Stadt. Was wir nicht vergessen ist, dass Basel aufgrund von der Fasnacht eine sehr hohe Dichte an Satire hat und an Comedy. Also was Schnitzelbänkler machen, das sind alles sensationelle Komiker, meiner Meinung nach. Mhm. Zum Teil sehr intelligent, zum Teil auch hart auf den Punkt, wo immer das vergangene Jahr bearbeitet wird. Und das ist natürlich eine extrem hohe Dichte für so einen kleinen Raum. Oder? Und für mich ist es mir darum gegangen, dass man noch halt die klassische Comedy, in meinem Fall Stand-up-Comedy, noch probiert zu bedienen. Das hast du jetzt eher mit so Sachen, die wir machen. Ja. Ich muss auch sagen, Comedy im Balz hat mich eigentlich motiviert, selber den Charlie's Comedy Club in Aarau zu machen. Und ich weiss noch, ich glaube, ich, du und der Johnny, ja, und der Mau, ja, sind wir alle, ich glaub, irgendwo mal gewesen, und da haben wir gesagt, es wäre gut, hätten wir in jedem Kanton, genau, irgendeinen Comedy Club. Genau. Und ich weiss nicht, wer als erstes angefangen. Ich glaube, eventuell. Ich glaube, du. Wir sind ein bisschen später gesehen als Comedy in der Zukunft damals. Genau, ja. Jetzt der Comikaze. Genau. Weil ich habe 4-5 Jahre lang immer einen Comedy-Club machen wollte. Und es hat sich nie richtig ergeben mit der Location. Und ich liebe das Herbsttheater. Eben, dort bin ich auch gross geworden und dort spiele ich auch immer solo. Es hat aber für einen Comedy-Club was zu gross gesehen. Du hast 250 bis 300 Plätze. In einem Theater, das früher ein Kino war. Und das ist ja nicht die Idee eines Comedy Club. Und dann laufe ich irgendwann mal ins Balz rein und sage, da ist es. Und dann haben wir an dem oben haben wir das eigentlich noch gefixt. Wow. Und darum, wir sind ein bisschen nachher gesehen als Comedy in der Zukunft. Vom Zucki und Guy Landolt, Sevi Riechiger, Johnny, Poniem. Und dann die dritte Show, das ist dann im März 2014 gesehen, sind der Johnny Byrne und du gesehen. Und dann hat im Herbst hat Johnny Byrne angefangen in Aarau, in Luzern, und du hast dann in Aarau angefangen. Genau. Ja, eben, und jetzt mittlerweile hat es fast in jedem Kanton, also ja, nein, nicht in jedem Kanton jetzt, im deutschsprachigen Raum, ich glaube, die grössten Kantone sind, glaube ich, abgedeckt. Aber schön, der meiste, ja. Ja, findest du nachher nicht, dass es zu viel ist? Nein, weil lustigerweise merkst du ja, wie Nachfrage und Angebot sich immer halten und beides steigt. Also wir erleben jetzt langsam einen Comedy-Boom, wie sie es in Deutschland vor 25 Jahren hatten und wie sie es in den USA vor 40, 50 Jahren hatten. Oder in England, erleben wir jetzt ein bisschen. Weil jetzt auf einmal, das kannst du ja zum Beispiel der Deville fragen, Rampensau in Winterthur, offene Bühne, vor 5 Jahren bin ich der einzige Stand-Up gesehen. Ja, stimmt, stimmt. Und jetzt hast du irgendwie 8 Stand-Up von 10. Und, ja, stimmt. Und darum habe ich nicht das Gefühl, dass es zu viel gibt. Sondern wie auch zum Beispiel Slam Poetry vor 10 Jahren, wo die Leute gesagt haben,
ah shit, ich soll Slam Poetry machen. Ich will auf der Bühne stehen, ich will Leute unterhalten oder zum Nachdenken bringen. Ich mache Slam Poetry, weil man hat gesehen, dass das alle anderen machen. Und da sind wir eigentlich untypisch dafür. Genau. Weil für die Zeit, wo wir angefangen haben, hätten wir eigentlich auch Slam Poetry machen. Wir haben gesagt, nein, wir machen Stand-up Comedy. Und jetzt ist eigentlich fast die Gegenbewegung, wo sogar Leute aus der Slam Poetry in Comedy übergegangen sind, von Gabriel Vetter, Hazel logischerweise und so weiter und so fort. Und ich habe das Gefühl, es fährt jetzt langsam die zweite Welle an mit irgendeinem komischen Pub. Sagt, ich mache jetzt auch noch Comedy Night. Und so, weißt du, jetzt fährt natürlich das an. Aber das gehört dazu. Und ich persönlich mache gerne dort ein Set. Ja, genau. Also weißt du, wir sind ja beide USA gewesen. Wir haben ja selber nachgespielt, wie Comedy ist. Ja. Ich selber im Ausland, abgesehen von den USA, bin ich glaube nur mal richtig auftreten in Österreich, aber du bist ja mehr in Deutschland jetzt unterwegs. Was ist der Unterschied zwischen dem Zusammenhalt der Künstler in Deutschland zu hier in der Schweiz? Ist es mehr ein Konkurrenzkampf dort in Deutschland und bei uns? Also, weil ich frage das, weil ja. Bei uns, was ich jetzt viel erlebt habe, umso mehr dass es Comedians gibt, umso mehr Comedy Clubs dass es gibt, ja. Umso mehr geht es einen Zusammenhalt. Wir unterstützen uns gegenseitig und wir schauen uns nicht gross als Konkurrenten an, weil jeder macht etwas anderes, jetzt von einem Karton. Aber wie ist es so, der Unterschied zwischen Deutschland und Schweiz jetzt? Also Deutschland ist natürlich viel grösser. Und durch das kriegst du in der Schweiz ja gar nicht an. Wenn du in der Schweiz ein Jahr lang spielst, dann wirst du jeden 5 bis 10 Mal gesehen haben. Also, auch wenn wir keine Freunde waren, wir hatten 7 Auftritte zusammen. Mindestens, oder? Ohne die Stand-up Swiss Tour. Steffi Berger siehst du immer wieder mal, du siehst Büssi immer wieder mal. Du siehst alle immer irgendwann. Und in Deutschland schaffst du es natürlich. Da gibt es Menschen, die haben 5 Jahre nicht mehr zusammen gespielt. Scheiße. Weil es sich halt nie ergeben hat, oder? Weil jeder macht sein Ding, hier eine Mixshow, dort eine Mixshow. In Deutschland kannst du auch viel mehr mit Solos spielen. Also es gibt so Solo-Kämpfer, nennt man die. Die spielen eigentlich nie eine Mixed-Show oder so, sondern sie sind einfach immer... Die sind immer Solo unterwegs, die spielen eigentlich keine Mixed-Shows und die können auch gut davon leben, weil eben, du musst überlegen, 80 Millionen Menschen. Ja, du kannst auch die ganze Zeit das Gleiche spielen. Du kannst immer das Gleiche spielen, du kannst immer das Gleiche Solo spielen, du kannst vor 50 Leuten spielen, überall in Ortschaften, wo noch nie irgendjemand gehört hat. Und da ist die Schweiz natürlich viel kleiner. Was auch der Unterschied ist noch, ist, dass in Deutschland hast du natürlich nochmal eine viel höhere Elite. Das kriegst du so bei uns ja gar nicht an. Wir haben Divertimento, wir haben natürlich auch Marco Rima und so Menschen, die schon seit Jahren on top sind und grosse Säle füllen. Ja. Aber in Deutschland kannst du kristallische Beispiel sehen, mit einem Video von TV Total, das viral geht, kannst du auf einmal 13'000 füllen. Und dort fährt natürlich das an, da gibt es dann wirklich so wie Zweiklassengesellschaften. Du hast die ganz grossen, und dann hast du den restlichen Kuchen, so wie mir, in der Schweiz. Und dort empfinde ich es genau gleich wie in der Schweiz. Dort ist ein extremer Zusammenhalt, es ist wahnsinnig familiär. Okay. Ja, jeder bucht sich gegenseitig in Shows rein, jeder macht auch selber etwas. Okay. Also du kannst wahrscheinlich in Deutschland noch weniger. Es ist auch schwieriger mit dem Stutz und allem. Du kannst dich noch weniger ausruhen. Das wäre aber die nächste Frage gewesen, weil hier in der Schweiz, wir wissen ja, dass wir besser verdienen als viele europäische Länder. Jetzt, für jeden, der jetzt Comedy will anfangen, wenn du das jetzt in ein paar Sätzen kannst, also wie schwierig ist es, davon zu leben? Erstens. Und ist es überhaupt möglich und was man dazu braucht? Wir haben es mal zusammengerechnet. Ich glaube, etwa 30 Komiker, die ihr Geld damit verdienen. Ja. In der Schweiz. Ja. Etwa. Stand-up und vielleicht 10. 12. Ja, so. Etwa, ja. Wo wirklich, wirklich können Geld damit verdienen. Und wenn man das wirklich will, dann braucht es viel Schnuff und es braucht vor allem irgendwann halt auch die Entscheidung, dass man es jetzt voll und ganz macht. Das heisst, du musst dann auch wirklich dich darauf einlassen. Das ist das Gleiche mit Musikern und mit Schauspielern. Ja, einfach alles aufgeben und
Das war bei mir der Fall. Ich sagte, ich will jetzt voll und ganz davon leben. Und dann geht es auch. Dann geht es auch. Ja, aber das kannst du natürlich nicht machen, wenn du zwei, drei Open Mics gespielt hast und findest, jetzt lebe ich davon. Ja. Sehr, sehr interessant. Ich meine, ich frage mich jetzt, wo du eben am Anfang gesagt hast, man, es hat einen Boom in Comedy, es gibt mehr Comedy-Clubs, es gibt mehr Leute, die Comedy machen. Oder wie siehst du uns in ein paar Jahren? Oder das, was ihr in Basel geschafft habt? Ich sehe die Comedy-Clubs, ob es jetzt bei dir ist oder in Luzern oder wo auch immer, oder eben auch bei uns. Ich sehe die einfach als fixen Bestandteil von der Gesellschaft, von der Comedy-Szene und eben auch von der Gesellschaft an sich. Weil, was heisst, ein Comedy-Boom heisst ja auch, dass Menschen, die sich bis jetzt noch nie für Comedy interessiert haben, auf einmal Comedy toll finden. Blöd gesagt. Weil es wird alles immer unter dem Wort Comedy abdeckt. Und jetzt kennst du Menschen, die sind vor 10 Jahren sind sie mal an einer Show gesehen, wo sie irgendeinen deutschen Solokünstler sind schauen, wo ihnen nicht passt hat, dann sagen sie, ich kann Comedy nicht gern. Genau. Dann gehen sie aber mal eine Mixed-Show schauen und sagen sie, ah, shit, der Charles ist super lustig gewesen. Den will ich wieder mal sehen. Und somit habe ich das Gefühl, also vergessen geworden werden wir sicher nicht, sondern ich habe das Gefühl, es ist ein gegenseitiges... Ja, absolut. Ja. Auch wenn wir nur 3,4 Millionen oder was es sind, deutschsprachige Schweizer haben, hat es Platz für alle. Und es ist auch wie immer Natural Selection. Wenn du gut bist und wiederholt gut bist und immer gut bist, dann wirst du auch die Publikum haben. Jetzt abgesehen von... Comedy jetzt, wo kann man so schnell in dieser Welt Geld verdienen? Ich glaube, viele Leute fragen sich das. Oder ich höre immer wieder, stehst du nur auf der Bühne? Mhm. Dann muss ich sagen, hey, nein. Also, Comedy an für sich auf der Bühne hat mir so viele Türen geöffnet. Und jeder Comedian macht jetzt etwas anderes. Yeah. Wie zum Beispiel, ich schreibe Werbungen mehr, es gibt die, die mehr Sendungen schreiben. Keine Ahnung, im Theater arbeiten, Gott weiss was. Was machst jetzt du abgesehen von dem, auf der Bühne stehen? Bei mir ist es natürlich so, dass ich eigentlich von Moderation und Schauspiel gekommen bin und immer habe eine Comedy machen wollte. Ah, okay, und mich so langsam dort angetastet habe. Und seit ich das kann, mache ich eigentlich auch nicht viel anderes als auf der Bühne stehen. Aber es kommt jetzt eben zusammen, natürlich, wir organisieren Comedy in Balz, wir organisieren Swiss Comedy Night. Aufgrund von dem hat es uns auch erlaubt, dass wir zum Beispiel jetzt das Booking machen für andere Comedy Clubs. Wo Comedy-Shows so, okay. wollen und selber nicht Kontakt haben und so Sachen. Und ich sehe es für mich immer so, ich bin hauptsächlich Komiker auf der Bühne, ich bin aber auch noch ein bisschen Comedy-Veranstalter. Ja, und ja. Und natürlich, es gibt Anfragen für Werbungen, ab und zu, wir haben jetzt zusammen eine gemacht, ab und zu sagt man auch ja, die Leute sehen aber eigentlich nicht, wie oft man Nein sagt. Also, es gibt sehr viele Sachen, die du könntest machen, wo du auch kurzfristig kannst Geld verdienen kannst. Das ist nicht in meinem Gedanken. Ja. Ich will auf die Miete zahlen können und Rechnungen. Und ob ich jetzt hier eine Werbung machen kann für ein paar tausend Franken, interessiert mich jetzt nicht per se. Wenn du jetzt nicht auf die Bühne stehen kannst, was willst du sonst machen? Das habe ich mir noch nie überlegt. Nie? Nein. Gell, die meisten machen das nicht. Nein, weil sonst könnte ich das jetzt nicht machen. Wenn ich nicht auf der Bühne stehen würde, würde ich wahrscheinlich irgendwie zurück zum Radio. Ich habe es mir noch nie überlegt, weil für mich hat es nie eine andere Möglichkeit gegeben, als das, was ich jetzt mache. Und wird es auch nie geben. Wenn ich nicht auf der Bühne stehen würde, würde ich sicher trotzdem etwas mit Comedy machen. Ich helfe veranstalten. Ich helfe auch sehr gerne Menschen, wenn sie meine Hilfe brauchen. er gibt mir sehr gute Tipps übrigens, wie der Witz. Ja, eben, sei es Schreiben, sei es Inszenierung, sei es Storytelling, wo es nicht einmal um Gag-spezifisch geht, sondern mehr, wie haltest du etwas zusammen, so Sachen. Ich weiss noch am Anfang bei mir, ich habe Sachen erfunden. Ja. Und irgendwie, es ist irgendwie zum Glück eigenermaßen gut angekommen, aber es hat immer ein bisschen Wahrheit drin gehabt. Mhm. Dann gibt es viele Leute, die am Anfang fragen sich, ich könnte niemals auf der Bühne stehen, fragen mich warum. Das heißt, Person, ich weiss nicht, über was ich reden soll. Hm. Jetzt, was würdest du jetzt so einer Person sagen? Wo fährt man? Ah, wie hast du selber angefangen? Ich habe früher einfach noch nicht gewusst, wie man spezifische Gag schreibt oder so. Aber ich habe schon gewusst, dass ich Geschichten erzählen kann. Okay. Und dann habe ich mir zum Teil auf die Geschichten aufgeschrieben. Und damals habe ich noch mit einem Kollegen zusammen geschafft, dem Manuel Weingartner, der Jardin du Vin. Okay. Wo,
als Regisseur engagiert war. Und dann habe ich dem immer so meine Texte geschickt und so. Und dann hat er sie angeschaut. Und dann haben wir uns getroffen. Und dann zeigte er mir den einen Text, den er ausgedruckt hat von mir. Und dann hat es überall so Strichli gehabt. Und dann habe ich gesagt, was sind die Strichli? Und dann sagte er, das sind Lacher. Ah. Weil er kommt von der... Er kommt vom Autoren sein, also er war Autor für Giacomo Müller und für andere Sendungen. Und er hat darum genau gewusst, das wird der Lacher sein, das wird der Lacher sein. Ich habe mir das aber nicht überlegt, ich habe nicht gewusst, das wird der Gag, das wird der Gag. Sondern ich habe irgendetwas geschrieben. Und es gibt nichts, meiner Meinung nach, gibt es nichts Einfacheres, als anzufangen, Stand-up machen, weil man kann wirklich einfach mal sich vorstellen. Das ist für mich immer so, der Einstieg ist eigentlich, wer bist du überhaupt? Und allein mit dem wäre das schon Witz gekommen. Dass einfach, wenn du dir selber im Publikum mal vorstellst, ja, sagst, das ist mein Name, ich komme von dort und dort. Ich sehe so aus. Ich bin so und so alt, genau. Ja. Meine Eltern sind von dort und dort, Vater ist von einer anderen Herkunft, oder was auch immer. Allein schon mit solchen Sachen hast du schon so viel Material. Und du hast eigentlich noch nichts gemacht, du hast noch keine einzige Geschichte müssen auspacken. Und dann fährst du auch weiter überlegen, wie ist meine Beziehung zu meiner Mutter, wie ist meine Beziehung zu Freunden, habe ich lustige Kollegen. Allein schon das, du bist ein Spezialist in dem. Du erzählst zum Teil auf der Bühne, was dir irgendein Kollege erzählt hat. Weil du einfach erkennst, dass das huere lustig ist. Und dann sagst du, ja, und dann sagst du, shit, das bringe ich auf die Bühne. Und es gibt immer, das behaupte ich, bei jedem Mensch gibt es immer eine Geschichte, wo lustig ist. Wo er erzählt oder sie erzählt, wo die Leute verrecken vor Lachen. Das heisst... Und das ist eigentlich schon Stand-up. Ja. Weil wenn du mehrmals die Geschichte immer wieder erzählt hast, dann weißt du mit der Zeit ja auch, wenn dort werden sie lachen, da werden sie lachen. Oh, wenn ich das so erzähle, dann lachen sie noch ein bisschen mehr. Und das ist eigentlich der Ursprung von Stand-up. Dass du eine Geschichte erzählst und die perfektionierst mit der Zeit. Oder? Und darum sage ich immer, jeder Mensch hat eine Geschichte in sich, die an einer Party wird dann irgendwann auspackt. Wo es dann heisst, hey, erzähl mal die Geschichte. Wo, ja, aber in dem Fall, das würde theoretisch heissen. Das ist jetzt eine harte Frage. Ich weiß nicht, wie du willst. Mhm. Aber das würde theoretisch heissen. Jeder kann Comedian werden, ist das Wort. Du brauchst natürlich ein gewisses Grundverständnis für Humor. Ja. Plus brauchst du ein gewisses Grundverständnis an Selbstreflexion. Das kennst du auch, das kenne ich. Und wir haben es auch immer wieder davon. Das ist in Deutschland zum Teil noch krasser mit den offenen Bühnen und so. Es gibt Menschen, die erfinden nach ihrem Auftritt in ihrem Kopf Lacher, die es nicht gegeben hat. Sie haben 5 Minuten gespielt, es hat niemand gelacht. Und sie kommen von der Bühne und sagen, hey, die haben so heftig gelacht. Irgendjemand in deinem Kopf hast du dir ein Lacher eingepflanzt. Du erfindest das. Hingegen siehst du super Comedians, da zähle ich dir dazu, die killen 20 Minuten lang. Die Leute verrecken von Lachen. Sie kommen unzufrieden von der Bühne und sagen, das habe ich Fehler gemacht, das habe ich falsch gemacht, das habe ich falsch gemacht. Und das ist natürlich die Selbstreflexion. Ein weiterer Punkt ist, du musst können vor Leuten reden. Ja. Darum, ich sage, jeder kann irgendetwas mit Comedy zu tun haben, solange er ein Grundverständnis von Comedy hat. Es gibt ganz viele tolle Autoren, die sagen, ich schreibe dir das geilste Zeugs, wo wir ja ein paar Kollegen kennen, die aber selber nie auf die Bühne könnten. Oder? Okay. Ich würde behaupten, wenn jetzt in 700 Jahren Leute würden zurückschauen und würden sagen, wer hat die Schweiz lustig gemacht oder wer hat Stand-up-Comedy angefangen, du wärst bei mir so dort oben. Wer würdest du noch auf dieser Liste dazu erzählen? Der erste war der Zuccolini. Ja, Zuccolini. Ja, der muss drauf. Der Claudio ist eigentlich der erste, der Stand-up in der Schweiz gemacht hat und das auch sensationell macht. Geschichtsstunde. Er hat die Seinfeld-Art mit Alltagsbeobachtungen, die auf den Punkt sind. Und dann kommt sehr schnell kommt ein Büssi und eben ich wahrscheinlich auch. Und das hat nicht einmal mit Qualität zu tun, sondern hat damit zu tun, dass wir halt schon das gemacht haben. Ah, verarsch mich nicht! 0,79 hat sie gesagt! Ah, Mann! Ja, aber das ist ja nicht vor 5 Jahren gesehen. Das ist ja nach 5 Jahren Arbeit kommt dann einmal so eine Nummer. Und dann hast du halt mal Glück, ja. Aber... Nein, natürlich. Nein, die Nummer ist grandios. Aber grandios. Eben darum würde ich jetzt nicht sagen, wir sind Pioniere von Stand-up-Comedy, wir sind auf der Bar von den Ersten, die es gemacht haben. So. Okay, ja.
So, und jetzt, jetzt zum Abschluss zu meiner Befragung, weil ich hoffe, ich habe ein paar zukünftige Comedians gute Tipps auf den Weg geben. Was sind jetzt deine Ziele? Also was wünschst du dir, nicht nur von dir selber, auch noch von der Schweiz, für die Zukunft, was Comedy anbelangt? Hey, ich wünsche mir weiterhin so eine Vielfalt und dass sie noch mehr wird, ja. Für die Schweiz und Comedy. Und dass es ganz viele Menschen gibt, die sehen, aufgrund von Menschen wie uns und aufgrund schon von der nächsten Generation, die jetzt angefangen hat, die sehen, wir können das auch machen. Und auch wenn man es nicht vollberuflich macht, wir haben tolle Kollegen, die haben den Tag durch ihren Job. Und dann kommen sie jetzt oben auf die Bühne und sind sensationell. Wo ich mir hauptsächlich das für die Schweiz wünsche. Und für mich, dass ich weiterhin mein Platz habe in dem Ganzen. Weil eben, solange ich keine Rechnungen zahle, bin ich mehr als happy damit. Ah, oh, yes. Hey, danke für mal. Hey, Leute. So, best Comedian zusammen. Für die Schweiz. Lass es weg. Ich freue mich aufs Nächste. Ich weiß noch nicht, wo das wird sein. Aber es wird sicher wieder mal etwas Tolles. Aber! Yeah! Nur ein Benin. Du wäschst mein Nanny.